Genau, unser Projekt war Wort des Monats. Das hat sich damit beschäftigt. Wie haben sich die Inhalte in Social Media, also YouTube, über die Jahre entwickelt? Häufig genutzte Worte des jeweiligen Monats. Wir haben von 2017 bis jetzt die Daten ausgewertet, um die Gesellschaftsrealisierung. Resonanz, Themen im Lauf der Zeit zu erkennen. So, wie gehen wir vor? Also, wir möchten ja Social Media Daten analysieren und dafür haben wir von Funk einen Datensatz bekommen. Dann haben wir beziehungsweise zwei Skripte geschrieben mit Python, einmal zur Auswertung der Daten und dann noch zur Visualisierung der Ergebnisse. Den Datensatz haben wir von Funk gestellt bekommen. Das sind so ca. 500 Megabyte, 53.000 Videos, Transkription aller Videos, das Veröffentlichungsdatum und die Autorinnen und Autoren. Die Technologie. Zum Programmieren der Skripte haben wir die Sprache Python benutzt, darunter Libraries, also Bibliotheken wie Pandas, NLTK und Plotly, um die Daten einzulesen, Stopwords einzufügen, also Füllwörter, damit wir bestimmte Wörter einfach ausblenden können, und Plotly, um dann einfach die Ergebnisse zu visualisieren. Genau, wir haben VS Code und Genie benutzt als Texteditor und teilweise ChatGPT gefragt, falls wir an einem Punkt nicht weiter kamen. So, kommen wir zu den Ergebnissen. Einmal haben wir es auch ohne die Füllwortentfernung gemacht. Allerdings sagt uns das jetzt nicht besonders viel über die gesellschaftsrelevanten Themen aus, wenn die Top-Wörter des Monats ich, der, die, das und sind. Deshalb haben wir eben diese Füllwortentfernung eingefügt. Und hier ist ein Beispiel aus dem März 2022. Da waren dann die Wörter, die am häufigsten genutzt wurden: Ukraine, Krieg, Russland, Deutschland und Wissen, weil in diesem Monat eben der Ukraine-Krieg begonnen hat. Genau, das ist hier unser Säulendiagramm von Mr. Wissen to Go. Das sind jetzt auf dem Säulendiagramm von 2018 bis 2024. Und ja, du kannst noch ein paar Fakten jetzt. Auf der X-Achse sieht man die Jahre und die Monate und auf der Y-Achse sieht man die Anzahl der beliebtesten Wörter. Desto länger die Achse ist, der Balken ist, desto meist genutzt ist das Wort und desto kürzer, desto weniger genutzt wurde das Wort. Das meistgenutzte Wort ist Partei aus dem September 2021. Weil da war die Bundestagswahl und das zweitmeistgenutzte Wort war Ukraine, da der Krieg dann begonnen hat im Februar 2022. Und das drittmeistgenutzte Wort ist Deutschland aus dem April 2022. Genau, anschließend zum meistgenutzten Wort haben wir euch hier nochmal drei Beispiele aufgelistet zum meistgenutzten Wort. Hier zum Beispiel im September 2016, das ist so der ungefähre Anfang der Aufzeichnung von der Datenbank von Funk. Genau, da wurde dann schon erzählt im September, dass im November die tausendste Folge des Tatorts kommt. Und wie wir darunter auch sehen, die Ukraine wurde auch sehr oft erwähnt nach dem Überfall. Und dann haben wir hier nochmal die Corona-Pandemie abgebildet. Genau, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir haben noch QR-Codes für euch, wo ihr euch das alles selber nochmal angucken könnt. Unter dem einen QR-Code finden Sie einmal ein Diagramm zu der Auswertung von aller Funkvideos. Und unter dem rechten Diagramm finden Sie die Auswertung nur zu den Videos von Mr. Wissen to Go, da wir uns am Anfang auf seine Videos beschränkt haben. Vielen Dank euch.